Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile. Mein Schatten schlägt sich weiter durch die Maps der Abgrundliga und ich habe gerade eben eine Zahner-Mission gemacht, eine Daily Mission. Und da habe ich richtig coole Handschuhe gefunden. Ja, die erhöhte Energieschild ausweichen, also hat einen Ausweichwert, tolles Energieschild. Ich kriege 23 Leben bei Tötung, 18 Energieschild. Ich kriege hier Ladung, also auch richtig cool. Ist ein Gewinn auf ganzer Linie. Ich habe ja hier diese tollen Handschuhe, die mir zwar viel mehr Energieschild geben, aber ich hatte die mal eingesetzt. Also das, was ich an Energieschild verliere, gewinne ich zusätzlich an Leben, weil da 63 maximales Leben noch dazu kommt. Also richtig, richtig, richtig cool eigentlich. Hat nur einen großen Haken jetzt an der Stelle. Mein Feuerwiderstand sinkt dann unter 75 und dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr auf die Mütze kriegen. Ich könnte natürlich hoffen, dass ich hier diese Widerstandsladung, dass ich die eben kriege, 20% Chance, aber ich weiß nicht, ob ich mich da so drauf verlassen soll. Außerdem verliere ich natürlich 13% erhöhten Zauberschaden, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ihr seht, ich habe die schon so hingebastelt hier, dass die von den Erfassung passen würde, aber ich werde jetzt nochmal warten, was ich dann Items finde. Vielleicht kann ich da irgendwie einen Ring so ausbasteln, dass ich da noch ein bisschen Widerstand kriege. Ich würde den gerne einsetzen. Also mein Ausweichwert verbessert sich. Ich habe mehr Leben statt Energieschild quasi. Das verschiebt sich nur und Leben ist ja dann doch die bessere Basis eigentlich als Energieschild, weil Leben gegen alle Schadensarten hält und Energieschild wird eben halt durch von zum Beispiel Chaosschaden einfach durchschlagen. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Aber jetzt lasse ich es erstmal. So, wir werden eine neue Map machen. Und zwar ist das die Phantasmagorie-Karte. Das ist wieder eine Stufe 6 Karte an der Stelle, die jetzt hier, so wie sie aussieht, auch gar nicht so schlimm ist. Also, ich sag mal, Monster vergiften bei Treffer, das sind wir ja mittlerweile irgendwie gewohnt. Was haben wir hier noch? Rasereiladung, okay, also meistens leben die glücklicherweise ja nicht lang genug, dass ihnen das irgendwas bringen könnte. Verringerte Fläschchenfüllung macht auch nichts, so oft muss ich das momentan nicht einsetzen. Also, da ist eigentlich jetzt nichts so Schlimmes dabei. Ich denke mal, dass das jetzt eine leichtere Karte wird. So. Denke ich jetzt einfach mal. Aber wir werden das sehen. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. So. Ja, mein Hideout gedeiht irgendwie auch. Also ich mache täglich Daily Missions. Gefühl bringen die ja gar nichts. Oh, der Schöpfer. Haben wir den Schöpfer hier? Ich werde mal eben den Atlas mal kurz gucken. Wo sind wir denn? Ja, wenn ich das mal wüsste, wenn man das mal sehen könnte, wo man gerade ist, ja. Okay, seht ihr das? Ja, also so wie das aussieht, ich glaube, dass diese Flecken, die bewegen sich, glaube ich. Und wenn man dann eine Karte macht, die auf dem Fleck ist, also normalerweise müsste ich jetzt eigentlich für die... machen wir den mal ganz kurz weg hier. Ja. Eigentlich müsste ich, hier gibt das, also warte mal, warte. Ich will euch das mal zeigen. Hier steht das irgendwo. Vernichtet folgende Abgrundmonster. Nee, wo sind sie? Vernichtet beeinflusste, ich weiß nicht, wo sind sie gerade? Das ist es nicht. Ich suche noch. Nicht ausschalten. Ich suche doch wirklich. Ich finde das vielleicht doch gleich. Schließlich identifiziert. Nee, das muss ich auch noch machen. Mensch, wo waren das? Performt diese Karten? Nein. Absolviert diese Begegnung? Da. Nee, tötet abtrünnige Verbannte? Nee, auch nicht. Öffnet Klammern der Hände? Habe ich doch schon öfter gemacht. Ach so, nee, alles klar. Die muss man anklicken. Ich weiß nicht. Wo mag das denn wohl drunter sein? Irgendwo ist das, gibt das hier so eine Dings, dass man verformte Karten irgendwie, Schließkarten mit sechs beeinflusste Karten da.
Da ist es, genau. Vom Schöpfer beeinflusste Karten. Und das sind immer diese hier. Und theoretisch, ich meine 300, hallo. Ich meine, ich kann natürlich jetzt hier 300 Mal im Prinzip einfach durch hier diese Map hier 300 Mal machen, wenn ich sie denn hätte. Also die habe ich ein paar Mal und die habe ich auch ein paar Mal. Die kann man natürlich dann immer machen. Also da, wo die Flecken gerade sind, da trifft man, würde ich mal sagen, immer auf den Schöpfer. Also werden wir hier auch hier auf den treffen. Das heißt, der Endgegner, der wird hier ein bisschen charmanter als sonst. Oh, da habe ich nicht mit gerechnet. Und zack, haben sie mich vergiftet. Halunken. Also was hier, aber hier ist doch ganz schön was los. Ich glaube, ich werde doch mal ein bisschen vorsichtiger. Oh. Ich habe auch in einer Map, also auch so eine veränderte, da habe ich so Schuhe gefunden. Die haben auch das irgendwie als Hintergrund. Und die geben dann, ich meine, Leben geben die. Also was man nicht so oft findet. Lass das. Was machen die Stibnit? Erhöhter Ausweichwert. 100% erhöhter. 100%? Muss doch direkt mal gucken. Was habe ich hier? 3000 hält 4 Sekunden an. Hält 5 Sekunden an. Und 100% erhöhter Ausweichwert, das ist ja mehr als 3000 dazu, ne? Erzeugt eine Rauchwolke bei Nutzung. Ja gut, das wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Ich könnte den ja eigentlich auch mal magisch noch machen. Verringerte verbrauchte Füllung ist ja auch gut. Ich setze die einfach mal hier ein. Wir gucken mal. So, die ist jetzt nur leider leer. Ich muss jetzt leider noch ein paar Gegner erwischen, bevor ich das Ding kriegen kann. So. Los das. So. Und immer wieder werde ich vergiftet. Ich weiß allerdings auch gar nicht mehr, wer hier der Endboss ist auf der Karte. Ja, gut, so ein bisschen Rumgeblitze holen wir uns auch noch. Oh, nö, die nehmen wir mit. Ich müsste mich jetzt ja eigentlich beeilen, solange ich eben dieses Rumgeblitze habe. Oh. Kartenlevel 7, die können wir brauchen. Also die können wir ernsthaft richtig gut brauchen. Ich befürchte ja irgendwie fast, dass ich hier nicht genügend Erfahrungspunkte für einen weiteren Aufstieg bekomme. Und wahrscheinlich sterbe ich auch noch, weil ja hier der Endboss dann wieder diese schwarzen Kugeln verschießen wird. Und das ist natürlich hier ein ziemlich enger Bereich. Da kann man natürlich nicht so großzügig weglaufen. So, das hasse ich immer, ne? Wenn man so einen Gegner tötet und dann kommt da gleich ein neuer Gegner irgendwie raus. Das finde ich immer doof. So, die schnellen Schuhe, die bewähren sich auch irgendwie. Also ich muss sagen, man kommt doch ein bisschen schneller voran. Ich weiß nicht, das sind ja, ich glaube, 10%. So, jetzt müsste sich ja, jetzt möchte ich doch gerne mal ganz kurz sehen. Wir werden jetzt mal hier defensiv und dann werden wir mal den Trank ausprobieren hier, ne? Die Rauchwolke. Das ist nicht schlecht, oder? Aber viel mehr als 3000 mehr ist das auch nicht. Ich müsste eigentlich mal... Testweise, ist die jetzt leer? Ja, die sind leer. toll. Und jetzt ist die auch leer. Jetzt ist es wieder egal. So, die habe ich auch noch gar nicht magisch. Ich könnte die auch mal magisch machen. Okay, also füllt sich schneller. Okay. Testen wir mal aus und dann werden wir mal gucken, was besser ist. Weg mit dir. Ja, habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Shadow wirklich nett finde, so wie er jetzt ist. Bis jetzt.
Also der hat so seine Schwächen und ich bin manchmal auch ein bisschen, meistens ist es also, wenn er stirbt, bin ich eigentlich selbst schuld. Das kann man irgendwie nicht anders sagen. Ein bisschen, wenn ich manchmal ein bisschen vorsichtiger gehen würde, statt immer so in die Monsterhorden reinzurennen. Nee, das werden wir hier nicht machen. Wir werden hier keine Voritsche-Mission machen. Denn hier wäre die ein bisschen knackig. Also der schickt einem ja Gegner auf den Hals und die entsprechen ja dann in der Regel auch dem Map-Level. So, jetzt können wir nochmal gucken, aber wo du da gerade stehst, Voritsche, pass mal auf. Ja, sag mir Bescheid, wenn einer kommt. Da wollten wir hin, ne? So, und dann wollen wir nochmal gucken. Defensiv, wir wollen mal gucken. Unterschied. Also ich muss sagen, da ist das hier doch ein bisschen besser, oder? Eindeutig, ich mach nochmal einen. Und dann habe ich hier einen, ja, dann nehmen wir den. Also die Rauchwolke finde ich jetzt nicht so gut. Obwohl die wahrscheinlich irgendwie auch irgendwelche Vorteile hat mit der Rauchwolke, aber ich nehme den. Da weiß man, was man hat. Oh, ich vergaß, Entschuldigung. Ja, irgendwie ist das mit dem Shadow ist es ein bisschen komisch. Also ich sag mal, das ist manchmal ist das echt von Vorteil so als Taktik, immer einfach reinzurennen so. Ich sollte mir das vielleicht auch mal gewöhnen. Ich weiß nicht, ob es geht. Nee, das bringt dann nichts, dann reißt das ab. Ich muss da ganz dezent reinlaufen. Bei einigen Bossen ist da, also bei einigen Gegnern ist das echt richtig gut, weil man denen dann gar nicht erst großartig die Gelegenheit gibt, auf einen zu schießen. Zum Beispiel, ich sag mal, Bogenschützen. Wenn das zu viele werden, sind die echt ein Problem. Oder so Hexenskelette, diese, die ja diese fiesen Zaubereien da veranstalten. Wenn das zu viele sind, dann kann das manchmal ganz schön böse werden. Oder auch, kürzlich hatte ich so ein paar Gegner irgendwie, also richtig heftig. Und das muss auch Chaosschaden gewesen sein. Das hat das Energieschild komplett durchschlagen. Und dann hatte ich da so ein paar von denen und da bin ich dann auch echt mehr als einmal hops gegangen. Bis ich dann irgendwann einfach gedacht habe, jetzt ist es wurscht. Und dann habe ich die im Prinzip verflucht angeschossen und dann bin ich da einmal durchgelaufen und zack, waren sie alle tot. Und vorher hatten die mich eigentlich eher fertig gemacht, also. Was natürlich dann schon angenehmer ist, wenn ich sie dann erledige und nicht sie mich. Verständlich. Da einer muss noch Ärger machen, ne? So. Wieder. Und dann rennen wir da einfach rein. So, der hat jetzt ein bisschen mehr. Den werden wir noch mal ein bisschen. So. Dürfen nachher natürlich auch nicht vergessen. Das wäre noch. Was ich manchmal auch vergesse, manchmal sollte ich auch einfach zweimal reinschießen, weil sich der Schaden ja verteilt. Ich glaube, dass das auch kumulativ wirken müsste. Ja, ist das was? Leute, ist das was? So, was haben wir, ist denn das hier eigentlich? 73? Na gut, ich bin jetzt 83, aber trotzdem. So, mal gucken. Wird mal wieder Zeit zu sterben. Die haben mich eingefroren. Ja, habe ich den Mund ein bisschen voll genommen, ne? So, dafür habe ich übrigens immer diesen Geschwindigkeitstrank. Dass ich einfach schneller... Ich hätte auch gerne immer zwei. Ich hätte natürlich jetzt auch hier, wenn ich ein bisschen schlau gewesen wäre, hätte ich vielleicht die Wahl, die Anmut noch da irgendwie mit reingenommen oder irgendwas in der Richtung. Oh nein. So, ich will ja nichts sagen. Eben hatte ich noch... Ich habe jetzt 10% hier verloren. Also nicht jetzt, also statt 49, 39, ne? Das ist natürlich mehr als 10%. Aber man kann sich das ja auch ein bisschen schönreden. So, und da war jetzt auch die Gier wieder größer als der Verstand.
Und das ist das, was ich meine. Also wenn der hier stirbt, ist das immer, also momentan ist es eigentlich, genau genommen, ist das immer hausgemacht. Nein, Boichi. Guck mal, den habe ich so dezent links lieber, weil es mir zu gefährlich ist. Aber so eine Kiste, die nehme ich natürlich mit. Ja, die will ich auch haben, trotzdem. Es gibt ja auch mal so Momente, da denkt man, das war ein Tod. Das hat mich jetzt irgendwie gar nicht so arg geschockt. Macht man halt eine Map mehr. Oder zwei. Oder drei. So, guck mal, sonst hätte ich die hier auch verpasst. Wäre auch doof gewesen. So, und ich gehe mal davon aus, die haben da auch nett auf mich gewartet. Bestimmt. Oh, kann ich auch sogar hier oben rumgehen. Da, das hätte ich auch. Wäre ich nicht gestorben, hätte ich die gar nicht gefunden. Gut, das sind natürlich jetzt auch miese Biester gewesen, ne? Das kann man jetzt nicht anders sagen. Aber da sieht man mal. Also eigentlich gar nichts Wildes, ne? Jetzt sind sie schon alle weg. Einmal reingefeuert. Hätten die mich nicht eingefroren? So, da kann man sich natürlich auch dagegen bewaffnen, das gebe ich zu. Also man kann natürlich entsprechende Fläschchen dann auch haben, die sowas verhindern. Am Ende habe ich vielleicht sogar noch eins. So, wenn man sich das eben so ein bisschen so hinpackt, wie man das eben braucht. Also ich sag mal, da sind auch Sonnenschuhe. Das ist das, was ich meinte. Da seht ihr das? So, ihr müsst jetzt mal weggehen. Ich will mir die Schuhe angucken. Na gut, die nehme ich auch. So, also die sind schon ein bisschen hasser, ne? Weil ich schon mal ein bisschen Aua kriege hier. Also es greift immer schon mal ein bisschen, aber eben nur ein bisschen. Den hätte ich liegen gelassen. Na gut, das wäre es jetzt gewesen, ne? Schöner Chaos-Orb da. Das ist das, was ich meinte. Das ist jetzt schon mein zweites Item dazu. So, mal gucken. So. Wenn durch schnellere Angriffe... Das ist eben das Besondere da, tippe ich mal jetzt. Durch schnellere Angriffe Stufe 18. Das ist dann so ein bisschen, ich sag mal, wenn man da jetzt irgendwie drei Erfassungen raufkriegt, mehr geht ja nicht, ist eine Einhandwaffe, dann ist das hier, als wäre das eine Support-Game, schnellere Angriffe der Stufe 18 noch zusätzlich mit drin. Das heißt, das ist eigentlich eine Waffe, die man so aufbauen kann, als wäre es eine Waffe mit vier Fassungen, obwohl die eigentlich nur drei haben kann. Das ist ja eigentlich auch gefühlt immer ein bisschen das bei den... So. Achso, hatte ich schon erwähnt, dass ich wohl den Levelaufstieg abschminken kann. Und da geht's auch schon in die Arena. Habe ich hier noch... Ne, was verpasst habe ich nicht, ne? Ne. Aber eigentlich, sag jetzt mal, für eine Stufe 6 Map, finde ich... War das jetzt echt charmant. So, den werde ich nachher auch gleich wieder brauchen. So, das wirkt auch ziemlich lange mit diesem Fluch irgendwie. Also mit der Verseuchung. Schnürwams. Oh, gut, dass ich hier noch lang... Also man sollte doch so die Maps abgrasen. Ich meine, die sind schon haarig genug, so eine Map. Aber die Gegner sind natürlich in der Regel ein bisschen leichter als die Endbosse. Also wenn man sich natürlich jetzt hier die... was weiß ich, jetzt nach dem Endboss, wenn man wieder raus und so, dann muss man umso mehr Maps muss man machen, um die Erfahrungspunkte zu sammeln. Also die hier sind doch eigentlich im Verhältnis noch relativ nett mitgenommen. So, dann werden wir mal schauen. Ich weiß noch nicht genau. Ach, das ist die Trulla. Hm. So, wir werden jetzt auf alle Fälle die und die möchte ich auch noch. Aua. So, ja, jetzt nicht. So. So, komm mal her. Hier musst du ein bisschen näher an meinen...
So, ich laufe jetzt so ganz bewusst um sie rum, damit sie gar nicht erst auf die blöde Idee kommt. Irgendwie möglichst weit weg von dem... eigentlich wollte ich... Da soll ruhig mein... Jetzt kann ich aber nicht mehr schneller laufen. So, und jetzt kommt der böse Moment. Bis jetzt war das echt noch nett. Ich habe irgendwie so die böse Vorahnung, dass es mich dahin raffen könnte. War es das jetzt? Habe ich was verpasst? Da muss ich doch direkt jetzt mal gucken. Ja, habe ich die jetzt abgeschlossen? Ja, die ist abgeschlossen. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Gut, das werden wir natürlich Zana übergeben, dieses Erinnerungsfragment. I've not been entirely honest. I'd suspected my father was involved in all of this. Now this memory fragment proves his... Okay. Oh. Sphäre des Schöpfers. Stuft eine Level 1 Karte im Atlas 5 Level höher. Also dann wird das automatisch eine Stufe 6. Map. This thing, it appears to have been feeding on my father's map. Okay. Good luck with your maps. Knochenkrypta und Dünenkarte. Da kann ich also sowas finden. Und das kann ich dann... Okay. So, da werde ich jetzt aber bestimmt nicht gleich hingehen. So, ich überlege gerade, eine Stufe 1 Map kann ich also... Richtig? So, stuft eine Level 1 Karte im Atlas 5 Level höher. So, die Verlieskarte zum Beispiel finde ich doof. Welche nehmen wir denn mal? Friedhof finde ich auch doof. Welche ich persönlich ja gut finde, ist die Strandkarte. Die finde ich zum Beispiel gut. Ich nehme gerne die Strandkarte. Curiosity is followed by ambition. Ambition is followed by man. Und auf Erfolg. Ja, mag was dran sein. Da mag was dran sein. Ja, jedenfalls, das ist ja jetzt hier eine Stufe 6. Das ist aber, wenn ich das jetzt richtig, wenn ich das mich noch richtig erinnere, dann ist das im Prinzip so, also ich kann jetzt nicht auf die Strandkarte Level 1 gelangen, um dann dahin zu kommen, sondern ich muss jetzt eine Strandkarte Level 6 finden. Irgendwie so. Naja, ich denke mal, es bleibt spannend. Weil das sind ja auch irgendwie Aufgaben, ne? Meine ich. Schließt verformte oder so, beeinflusste Karten. Ne, das war das, was wir jetzt eben schon hatten. Einzigartige auch nicht. Das müsste ich auch mal probieren. Mit Sextanten ab. Da hatte ich jetzt auch schon eine geschafft. Aber es sind ja insgesamt 6, die noch zu tun sind. Also es ist noch ein bisschen... Was ist ja noch hier zu machen? Mit 6 Modifikatoren. Mal gucken, ob ich dann mit 8 Modifikatoren... Mit 8?
Karten können durch das Verderben mit Walsphären entstehen, gelten als abgeschlossen, wenn der einzige Käse und Sahne fließen nicht in die Berechnung der Modifikatoren mit ein. Ach so, okay. Also ein bisschen was ist da schon noch zu tun. Ja, mal gucken. Wir haben ja schon 13. Ist auch ganz viel Zeit. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe mal, ihr bleibt dabei. Wir werden mal schauen. Ich glaube, da wird es noch einiges geben. Wir werden das nächste Mal auf alle Fälle wieder eine Stufe 6. Die hat auch ein paar mehr fiese Modifikatoren, glaube ich. Mal schauen. So, ich bin ja jetzt hier ein bisschen, ne? Also das war jetzt nicht so der Reißer, aber mal gucken. Wir lassen uns mal überraschen. Ich bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. By the divine authority of the Templar, you are hereby exiled to the forsaken shores of Reklast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt.